Hi, herzlich willkommen zu einem kurzen Video Mirkos Meinung. Diesmal aufgrund eines Kommentars, den vorgestern die eine geschrieben hat. Die eine hat gepostet: Lieber Mirko, mach doch mal in dieser Reihe ein Video zur Homo-Ehe. Und ich dachte mir, jawohl, da wurde in den letzten Wochen wirklich viel drüber diskutiert und ich bin mir sicher, dass auch ihr alle dazu eine Meinung habt. Deswegen an dieser Stelle ein kurzes Meinungsvideo und ich bin sehr gespannt, wie eure Meinungen zu diesem Thema aussehen. Homo-Ehe, das ist ein Begriff, den, glaube ich, viele Homosexuelle gar nicht so toll finden. Ich finde, der klingt auch so ein bisschen diskriminierend, aber er hat sich eingebürgert und bezieht sich auf ein Gesetz. Nämlich auf das Gesetz zu eingetragenen Lebenspartnerschaften. Erstaunlich ist, dass es dieses Gesetz erst seit 2001 gibt und das ist insofern erstaunlich, als dass ich dachte, wir leben hier eigentlich schon seit ein paar Jahrzehnten in einer modernen Gesellschaft und ich hätte gedacht, dieses Gesetz gibt es schon viel länger, aber ich habe nochmal nachgeguckt, nein, es gibt es erst seit 2001. Warum ist das so erstaunlich? Naja, dieses Gesetz sieht vor, dass wenn ein Mann und ein Mann und eine Frau zusammen eine Partnerschaft eingehen, dass sie tatsächlich auch heiraten können. Das ging in Deutschland vorher nicht wirklich. In einigen Bundesländern gab es da bestimmte Regeln, aber bundesweit geht das erst seit 2001. Vorher durften Schwule und Lesben nicht heiraten. Sie durften zusammen sein, aber sie durften nicht den finalen Schritt machen. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, naja, also das müssen wir wirklich jetzt mal dem Ist-Zustand der Gesellschaft anpassen. Und deswegen gibt es dieses Gesetz. Mittlerweile gibt es weit über 70.000 eingetragene Lebenspartnerschaften in Deutschland. Allerdings ist es so, dass trotz dieses Gesetzes schwule Paare oder lesbische Paare nicht gleichgestellt sind mit, ich sag mal, Hetero-Paaren in bestimmten Dingen. Und darüber wird gerade heftig diskutiert in Deutschland, denn das Bundesverfassungsgericht hat Anfang dieses Jahres gesagt, das geht so nicht. Ihr müsst wirklich die eine Ehe komplett gleichstellen mit der anderen. Das klingt jetzt erstmal total kompliziert, aber ich sag euch, worum es da geht. Das kann man ganz praktisch darstellen. Und zwar ist es so, dass ja ein Mann und eine Frau, die geheiratet haben, die dürfen Kinder adoptieren. Und wenn sie Kinder adoptieren, dann sind beide die Eltern. Und beide dürfen dieses Kind adoptieren. Bei einer sogenannten Homo-Ehe geht das nicht. Da darf nur einer der beiden Partner das Kind adoptieren, der andere Partner darf es nicht. Ausnahme, wenn es das leibliche Kind des einen ist. Also nehmen wir mal an, da sind zwei Männer, der eine Mann hat ein leibliches Kind und dieses leibliche Kind darf dann seinen Partner adoptieren. Wenn jetzt aber beide sagen, wir hätten gerne ein Kind, dann darf nur einer der beiden das adoptieren, was natürlich einmal eine Bürokratiesache ist, aber auch eine psychologische Sache, denn da fühlt sich der andere nie wirklich als Vater oder die andere nie wirklich als Mutter. Und die zweite wichtige Sache ist, dass Hetero-Ehen, nenne ich es jetzt einfach mal, ja steuerlich besser gestellt sind. Wenn man heiratet, dann hat man steuerliche Vorteile. Das ist aber bei den Homo-Ehen nicht so, da hat man diese steuerlichen Vorteile nicht wirklich. Das ist ein großes Problem, deswegen haben sich auch viele, viele Homosexuelle in Deutschland beschwert und gesagt, wir sind hier keine gleichwertigen Partnerschaften, da muss sich was ändern. Wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat Anfang des Jahres gesagt, da muss sich was ändern, aber es gibt vor allem zwei Parteien, die sich da extrem gegen wehren und das sind einmal die CDU und einmal die CSU in Bayern. Die sagen, nein, das darf nicht sein. Die sind sowieso grundsätzlich dagegen, dass schwule oder lesbische Paare heiraten. Da konnten sie aber nichts machen damals gegen das Gesetz. Jetzt wollen sie zumindest diese Gleichstellung verhindern. Und die sagen, nein, wir sind für den Erhalt der ursprünglichen Ehe, der ursprünglichen Familie. Und sie sagen, im Grundgesetz steht ja auch, dass Ehe und Familie unter einem besonderen Schutz stehen. Aber das bezieht sich nur auf die Ehe zwischen Mann und Frau. Ich glaube, dass es noch immer, das sagen auch viele, viele Psychotherapeuten, dass es für Kinder schon das Beste ist, vor allem für Buben, wenn sie Vater und Mutter, beide Elemente in der Erziehung haben. Alle anderen Parteien in Deutschland, beziehungsweise alle anderen großen Parteien in Deutschland sehen das anders. Die sagen, natürlich müssen schwule und lesbische Paare, Heteroparen gleichgestellt sein. So viel zum Hintergrund, das ist jetzt auch schon der längste Teil. Meine Meinung kann ich ganz kurz machen. Ich finde, die CDU und CSU haben absolut Unrecht. Das ist kompletter Schwachsinn, was die da sagen. Muss ich jetzt wirklich mal so knallhart sagen. Natürlich sollen Schwule und Lesben gleichgestellt sein gegenüber Paaren mit Männern und Frauen. Also ich verstehe gar nicht, warum man im Jahr 2013 noch darüber diskutieren muss, dass es da einen Unterschied gibt. Auch diese ganzen Sachen, dass Schwule und Lesben krank sind oder dass man sie heilen kann und dass sie dann wieder normal, wie viele Leute sagen werden, das ist also kompletter Bullshit. Ich finde, wir leben hier in einer modernen Gesellschaft, in einem modernen Land und da muss sowas möglich sein. Wie gesagt, ich hatte es auch gewundert, dass es dieses Gesetz zur Gleichstellung erst seit 2001 gibt. Deswegen meine Meinung,
natürlich muss es da eine Gleichberechtigung geben. Wie sieht es bei euch aus? Seht ihr das anders? Sagt ihr nein, ich bin da konservativer? Ich finde nicht, dass Schwule und Lesben gleiche Rechte haben sollten wie Heteropaare, oder sagt ihr, nee, ich sehe es genau wie du, also da soll es gar keinen Unterschied geben. Wir können natürlich auch gerne grundsätzlich darüber diskutieren, ob schwul sein oder lesbisch sein eine Krankheit ist. Wie gesagt, das ist für mich absoluter Bullshit, aber vielleicht seht ihr das anders. Also ich bin gespannt auf eure Meinungen, postet sie gerne unter diesem Video und mal gucken, was da so bei rumkommt. Vielen Dank schon mal. Bitte aber, ich weiß, es ist so ein Thema, bei dem driftet man auch gerne Richtung Beleidigung ab. Bitte bleibt sachlich, das ist so die einzige Vorgabe, die ich mache. Ansonsten mal gucken, was ihr so schreibt. Jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Dann erfahrt ihr, wie ihr euer Traumstudium findet. Zumindest versuche ich es euch zu erzählen. Danke fürs Zuschauen, bis bald. Tschüss.